Autobahnfahrt zu Ende. Jetzt nur noch Landstraße, oder? Oh. Ja. Wo geht's hin? Ah, nee, steht noch nicht. Doch, hier. Was, links? Ich dachte, wir müssen nach Lenin. Nee, nur abfahren. Aha, okay. Auch da gibt's. Krass. Na gut, bin ich mal auf den Hund gespannt. Das alle gut überstanden. Die Fahrt gut überstanden. Ich muss gleich mal anrufen. Ortsteil Sachsenbande. Die Sachsenbande fährt durch Sachsenbande. Kilometer! Ach, ja, Gottes Willen! Muss man mal doch noch hören. Ich Spikes aufziehen. Eine schöne Gegend. Oh ja, alles schön flach. Das ist nicht. Scheiße. Scheiße, Name. Das ist schön. Alter. 120 Meter Einfahrt, Alter. Das ist ja mal geil. Haus. Von Leopold, ja, da ist ein Haus. Auch seine Die Tür ist offen, es ist wahrscheinlich schon jemand da. Na, gucken wir mal. Eine Stunde für den 28. August feiern wir, ich nenne ihn mal, den Edward. Ah, wir müssen noch was machen, und zwar hier vorne die Klappe aufmachen. So geht's. Jawohl, das kannst du loslegen. Für die Bewirtschaftung wäre das nicht schlecht. Ja. Ferienhaus steht auch noch leer, da habe ich noch gar nichts drin gemacht. Da vorne ist ja noch das Ferienhaus, was habt ihr vorhin drauf geachtet? Das ist auch komplett ausgestattet. Das hat Gasflaschenanschluss, Flüssiggasheizung, also die normale Heiztherme ist umgebaut auf Flüssiggas. Und da kommen wir so, ja, ist viel, ist gut, ist cool. Ziehen wir hin. Mama? Jawohl. Mama und Papa, jetzt kommen sie alle raus. Mama, Papa. Hey Zoe. Und das ist der Toni. Darf ich noch kurz einen Donner nennen? Ja. Das ist doch Frank. Das ist ein langes Video. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon film. Ja, du bist der Moderator. Du musst jetzt fragen, die Leute, die du interviewst. Hey, das bist du. Ich film nur. Was? Er ist der Kameramann und du bist der Moderator. Du musst, ich bin der Moderator. Ja, du bist der Moderator und er ist der Kameramann, haben wir gesagt. Er macht nur den Film und. Ja, nochmal. Hallo Tube, jetzt sind wir wieder da von unserem langen Spaziergang. Von gefühlten 50 Kilometern. 50 Kilometer? Gefühlt. Wir sind eigentlich nur die kleine Runde gegangen. Langsam gelaufen, dann sind wir nochmal wieder zurückgelaufen, dann wieder immer hin und her. So kommen die 50 Kilometer zusammen. Ja, da waren wir bei der tiefsten Stelle Deutschlands gewesen. Obwohl die anderen Stellen rundherum alle viel tiefer aussahen. Aber dort haben sie das Schild hingestellt, dass es die tiefste Stelle ist. Also glauben wir dran, dass es die tiefste Stelle ist, so wie sieht es. Da haben wir die noch ein Stück tiefer gemacht, die Stelle. Jawohl, und dann haben wir noch ein bisschen gebuddelt an der Stelle, jawohl. Dass er noch tiefer geworden ist.
Ja, und dann ging es darum, ob wir jetzt den direkten Weg nach Hause nehmen oder ob wir durch den Birkenwald, wo es spezielle Pilze zu geben scheint, wieder zurücklaufen. Und dann wurde sich für den Birkenwald entschieden. Dann, wo wir im Birkenwald gewesen sind, haben wir mitgekriegt, dass es eigentlich ein Spinnenwald gewesen ist. Mit ganz wenigen Pilzen. Aber wir haben trotzdem ein paar gefunden, die haben wir mitgebracht. Dann müssen wir dann mal im Internet schauen, was das denn für Pilze sind. Gelbe Fliegenpilze, ohne Punkte, zum Beispiel. Das muss der Kameramann jetzt auch mit drauf haben. Jawohl. Nee, habe ich leider nicht. Sehen Sie Spaß. Ich wieder ja, das habe ich auch, wenn ich was filme und ich habe die Kamera komplett vollgeladen. Und dann habe ich manchmal Themen, flupp, Kamera geht aus. Und dann denke ich mir so, ey, der Akku ist doch voll. Mach den Akku wieder an, Kamera läuft, ich stelle mich wieder vor die Linse, laber, laber, flupp, Kamera geht von alleine aus. Und dann habe ich diesen Moment, dass ich mir denke, gut, dann ist das ein Thema, was einfach jetzt noch nicht, das soll jetzt noch nicht sein und dann ist gut, und dann lasse ich das auch sein. Genau. So wir sind nichts sein, anderes als Quanten. Wir sind nichts anderes als Sternstaub im All am Rumpf. Die ganze Materie, was wir als fest empfinden, die ist ja nicht fest. Nee, das weiß ich auch schon. Hab ich geträumt. Na, dann guckst du, dann sagst du, oh, da sind Atome drin. Dann guckst du noch dichter, dann sagst du, oh, in den Atomen, da kreisen auch noch Dinger. Was war noch gewesen? Leute, wollen wir mal sehen, was du da kostest? Ich weiß es selber noch gar nicht. Ist das Bohnen hier? Sind das Bohnen? Was ist denn ein Igel? Ein Igel? Sieht ja aus, ne? Die besten Igelschuppen. Sind das hier Bullen? Ja. Sind das Bullen? Nee, das ist Engelsregen. Engelsregen? Mhm. Der hat so eine weiße Blüte, sieht oben aus wie so ein gespannter Engelsflügel und dann hängen da so weiß so die. Das sind so ganz lange Blüten, so lang ungefähr. Das ist jetzt der Rest von der Blüte sozusagen hier? Nee, das ist der Samen schon wieder. Ach, so. Kannst du welche von mit haben, wenn du willst? Dann habe ich ja auch alles voll. Ah. Ja, Spiegeleffekt. Hallo. Für Schutz und Sicherheit. Alle, erstmal so. Mhm. Das ist cool, war das chillig. Was soll denn das jetzt, ja. Kannst du doch eingeben, von hier Norderstedt und dann. Ja, hat er das gemacht. Hat er das, ist ja seins und hat er gemacht. Hamburg fahren. So. Norderstedt ist aber war das chillig durch Hamburg. Und jetzt ohne Abend. Ja, denke ich auch. Das war ja bloß so schlimm, weil wir sind ja durch 16, 17 Uhr durch da. Das ist doch jetzt gleich bald schon wieder nachher, ne? Ja. Bastelzeit bei Brigant TV. Mhm. Das war mal ein Netzteil. Wir haben jetzt 7 vor, ne? Hm? Gute Anfangsbastelzeit. Und mein maximaler war mit 7 Drähten gewesen. Bis jetzt habe ich nur einen Lenz-Effekt herauf. Die Frage ist, hilft es deswegen, weil es wirklich funktioniert, oder hilft es deswegen, weil die Leute das wieder glauben? Weil sie es glauben. Ich glaube, weil sie es glauben. Und sie müssen sich intensiv damit beschäftigen, weil der Arzt kann dir nicht sagen, wie du das Problem löst. Das ist richtig. Das kannst du immer nur selber. Und das ist der Heimweg. Patrick hat eingepackt. Am Flüchtling, ne? Hans im Glück geht's auch wieder gut. Ja.